Sechste Runde des Rautenmusters gehäkelt wird. Und zwar habe ich jetzt die ersten drei Runden gehäkelt mit einem kleineren Muster aus 40 Maschen. Natürlich muss man da laut Anleitung größere Anzahl von Maschen haben. Ich zeige das mit dem kleineren Muster. Und zwar habe ich jetzt in der ersten Runde feste Maschen gehäkelt und in den zweiten und dritten Runden dann Kettmaschen ins vordere Maschenglied. Und die vierte Runde beginnen wir wie folgt, da wir die zwei ersten Kettmaschen überspringen müssen. Werde ich diese dann jetzt sofort markieren, also die Maschen, die wir überspringen. Das ist dann die Masche, mit der wir die Vorrunde geschlossen haben. Das sind die ersten zwei Kettmaschen der Vorrunde. Die überspringen wir danach. Deshalb markiere ich so durchziehen die Masche, in die wir dann danach einstechen müssen. So. Und dann häkeln wir ein Stäbchen in die erste Masche der ersten Runde und häkeln danach die zwei Stäbchen zusammen und dabei stecken wir diese in die zweite und in die dritte Masche der ersten Runde und häkeln diese zusammen. Und dann überspringen, wie gesagt, wir die ersten zwei Kettmaschen und die Masche habe ich schon markiert, durchziehen. Ich sehe die deshalb jetzt hier und wir häkeln zwei Kettmaschen in die vorderen Maschenhälften der nächsten zwei Kettmaschen der Vorrunde. Und dann müssen wir drei Stäbchen in eine Einstichstelle häkeln und danach die drei Kettmaschen der Vorrunde überspringen. Deshalb markiere ich schon mal die Masche, in die ich einstechen muss, durchziehen. Und diese drei Kettmaschen müssen wir dann überspringen. Und ich häkele dann drei Stäbchen in die Masche der ersten Runde. Dafür überspringe ich die zwei Maschen ab diesen Stäbchen, die zwei Maschen, 1, 2 und häkele dann, das ist dann 2., 3., 4., 4., 5. und dann dementsprechend 6. Masche. Ja, 1, 2 und dann in die 6. Masche 1, 2, 3 Stäbchen. Und dann überspringen wir die drei Kettmaschen, die unter diesen Stäbchen liegen. Und ich habe hier bereits die Masche markiert durchziehen, in die ich dann häkeln muss. Und ich häkele zwei Kettmaschen in die nächsten zwei Kettmaschen der Vorrunde, die vorderen Maschenhälften. Und die drei Kettmaschen der Vorrunde, die unter diesen drei Stäbchen liegen, die haben wir übersprungen. Und dann häkeln wir weiter. Und zwar, wir müssen dann weiter
auch in Stäbchen in die Runde, in die erste Runde häkeln und dafür überspringen wir dann auch drei Maschen. Deshalb überspringen wir die drei Maschen der Vorrunde. Deshalb markiere ich die Masche, in die ich danach nach dem Häkeln von Stäbchen einstechen muss, und die drei überspringen wir. Und hier wieder ab den letzten Stäbchen, die wir in die erste Runde eingestochen haben, zähle ich dann zwei Maschen, 1, 2, und ich steche dann 1, 2, richtig, in die nächste, und ich muss dann zwei Stäbchen zusammen häkeln, und dabei steche ich in die nächste Masche der ersten Runde und wieder in die nächste Masche der ersten Runde und häkele diese zusammen. So wie wir sehen, hier habe ich zwei Maschen ab den letzten Stäbchen der ersten Runde übersprungen, und ich habe dann die zwei Stäbchen zusammengehäkelt und diese dann in die nächsten zwei Maschen der ersten Runde gehäkelt. Und dann wieder ein Stäbchen in die nächste Masche der ersten Runde. Wieder zwei Stäbchen zusammenhäkeln. So. Und die drei Kettmaschen, die unter diesen Stäbchen liegen, müssen wir überspringen. Ich habe das bereits die Masche markiert durch 10, in die ich einstechen muss. Dann 1, 2, 2 Kettmaschen in die vorderen Maschenhälften der nächsten zwei Kettmaschen. Und so wiederholen wir diesen Schritt immer weiter. Das heißt, 2 Kettmaschen, 3 Stäbchen in die Masche der ersten Runde, dabei zwei Maschen ab den letzten Stäbchen überspringen der ersten Runde, dann 3 Kettmaschen, die unter diesen Stäbchen liegen, überspringen, 2 Kettmaschen ins vorderen Maschenhälften, in die vorderen Maschenhälften, dann wieder 2 Stäbchen zusammen, 1 Stäbchen, 2 Stäbchen zusammen, 3 Kettmaschen, die unter diesen Stäbchen liegen, überspringen, 2 Kettmaschen in die vorderen Maschenhälften. Und so häkeln wir bis zum Ende der Runde. So, jetzt habe ich bis zum Ende der Runde gehäkelt, bis zum Ende der vierten Runde gehäkelt, und die vierte Runde beenden wir wie folgt. Am Ende der vierten Runde müssen wir 2 Stäbchen zusammenhäkeln. Dafür stechen wir in die letzten 2 Maschen der ersten Runde. In die vorletzte und in die letzte Masche der ersten Runde. Und dann häkeln wir 2 Stäbchen zusammen und schließen die Runde mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen dieser Runde. So, dementsprechend ist dieses Muster hier am Anfang und am Ende der Runde geteilt. Das heißt, am Anfang haben wir nur ein Stäbchen und 2 Stäbchen zusammengehäkelt, und am Ende haben wir 2 Stäbchen zusammengehäkelt. Also dieses Muster, dieses Dreieck, haben wir dann geteilt am Ende und am Anfang jeder Runde. Und jetzt häkeln wir die Rückrunde mit Kettmaschen in die vorderen Maschenhälften. So, jetzt habe ich die Rückrunde, das ist die fünfte Runde, gehäkelt mit Kettmaschen in die vorderen Maschenhälften. Die Arbeit wenden. Und dann beginnen wir mit dem Häkeln der sechsten Runde. Und zwar am Anfang der sechsten Runde überspringen wir die Kettmasche, mit der wir die Vorrunde geschlossen haben, und die ersten drei Kettmaschen, beziehungsweise nicht überspringen, wir häkeln in diese Maschen drei
Kettmaschen in die vorderen Maschenhälften und überspringen nur die Kettmaschen, mit der wir die Vorrunde geschlossen haben. Und dann müssen wir weiter die vorderen Reliefstäbchen häkeln. Diese werden immer in die Stäbchen bzw. danach in die vorderen Reliefstäbchen der vorletzten Runde gehäkelt. Jetzt häkeln wir zwei in der sechsten Runde zwei vorderen Reliefstäbchen unter das nächste Stäbchen der vierten Runde. Dann ein vorderes Reliefstäbchen unter das nächste Stäbchen der vierten Runde. Und wieder zwei vorderen Reliefstäbchen unter das nächste Stäbchen der vierten Runde. Und wir müssen dann fünf Kettmaschen der Vorrunde überspringen. Die liegen hier von der Rückseite der Arbeit. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir häkeln dann zwei Kettmaschen in die vorderen Maschenhälften der nächsten zwei Kettmaschen der Vorrunde. Und die übersprungenen Maschen sind hier von der Rückseite geblieben. Weiter häkeln wir drei vorderen Reliefstäbchen zusammen. Dafür stechen wir das erste vordere Reliefstäbchen unter diesen zwei zusammengehäkelten Stäbchen der Vorrunde. Das nächste vordere Reliefstäbchen unter das Stäbchen. Das nächste Stäbchen der vorletzten Runde, der vierten Runde. Und das nächste Reliefstäbchen unter diesen zwei zusammengehäkelten Stäbchen der vierten Runde. Und dann häkeln wir alle drei zusammen. So. Und dann überspringen wir eine Masche der Vorrunde, nur eine Masche, die gerade hinter diesen drei zusammengehäkelten Stäbchen liegt. Und häkeln wieder zwei Kettmaschen in die vorderen Maschenhälften der Vorrunde. Und dann wiederholt sich das Muster immer wieder. Das heißt, wir häkeln wieder dann zwei Stäbchen in das nächste Stäbchen der vierten Runde. Ein vorderes Reliefstäbchen in das nächste Stäbchen der vierten Runde. Und wieder zwei vorderen Reliefstäbchen in das nächste Stäbchen der vierten Runde. So, dann wieder fünf Maschen überspringen. 1, 2, 3, 4, 5. Zwei Kettmaschen in die vorderen Maschenhälften der nächsten zwei Kettmaschen der Vorrunde. Und dann drei vorderen Reliefstäbchen zusammenhäkeln. Wieder unter diesen zwei. Unter das nächste Stäbchen unter diesen zwei zusammengehäkelten und dann drei zusammen, eine Masche, die gerade hinter der Arbeit liegt, überspringen, zwei Kettmaschen in die vorderen Maschenhälften und so häkeln wir bis zum Ende der Runde. So, jetzt habe ich bis zum Ende der sechsten Runde gehäkelt. Und am Ende der sechsten Runde müssen wir drei vorderen Reliefstäbchen zusammenhäkeln und diese stechen wir einmal in die letzten zwei zusammengehäkelten Stäbchen der vierten Runde, einmal unter das erste Stäbchen der vierten Runde und einmal unter die nächsten zwei zusammengehäkelten Stäbchen der vierten Runde. Und wir häkeln alle drei zusammen. So. Und die Runde schließen wir in die zweite Kettmasche dieser Runde. So. Die sechste Runde ist fertig. Und wir häkeln dann weiter nach dem Grundmuster wieder Rück- und Hinrunden.